Da sind wir wieder. Der Dantus macht wieder alles Pohut. Ja. Gehört. Meinst du, diesmal überleben wir? Wo willst du denn hin? Schiffslabor, habe ich irgendwas gelesen. Ja, da haben wir gerade bekommen. Oh, okay, wo ist denn das? Ach, ganz da oben. Da waren wir doch gar nicht. Guck einer an. Sieht aber auch wohl auch schön aus. Herrlich. Was ist denn das hier überhaupt? Nebeneinsatz-Dings? Da drüben ist ein 2000 Nahrungspakete mit dem Heli. Wo denn? Da. Wo der grüne Pfeil ist. Gerade markiert. Da bitte jetzt leise reinfliegen, sonst haut der Heli wieder ab. Links auf dem Berg. Leise, ja. Gut, dass er zu weit wechselt. Du musst mal einen Fallschirm skillen, dann kann man runterspringen. Was siehst du, was das für ein Gaudi macht? Das macht Gaudi, oder ist er Hubschrauber im Arsch? Nee, da kannst du von oben schießen. Ich kann von oben schießen? Da, den Hubschrauber müssen wir klauen, der auf dem Dach steht, siehst du? Oh, da ist ganz schön was los. Vielleicht muss man die gar nicht alle weghauen. Oh, die qualmt schon wieder die Kiste. Endlich mal aus, die Kacke von heute. Ist es schwer, Kokapaste herzustellen? Schwer? Nein, gar nicht. Eigentlich brauchst du nur Lösungsmittel, ein Loch im Boden und zwei bis fünf Leute, denen es nichts ausmacht, fünf bis sechs Stunden am Tag in Kerosin rumzustapfen. Ernsthaft? Das ist eine Möglichkeit. Aber ich, drohne mal. Gibt Lösungsmittel über die Kokablätter und dann stampfst du mal rum wie ein Weinbauer in Bordeaux. Die richtig guten Köche benutzen komplexere Chemikalienrezepte und bearbeiten die Kokablätter über Tage hinweg. So entsteht mehr von der Paste als bei der traditionellen Herstellung. Und da kommen Leute wie El Emissario ins Spiel. Weil der mehr aus den Kokablättern rauskriegt als andere Köche. Lass es mich so sagen. El Emissario produziert jede Woche 10 beschissene Tonnen Kokapaste. Keine Ahnung, wie viele Kokablätter er kriegt, aber keiner macht mehr Kokapaste. Das ist kein Koch, das ist ein verdammter Sternenkoch. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Wieso, was ist los, du? Den ich hier nicht im Blick hab. Den hast du nicht im Blick? Nee, ich kann nicht sehen, wenn die noch einsteigen will, um die wegzuschießen. Da sind 1, 2, 3, 4 Leute um den Heli rum, also. Mehr sehe ich leider nicht, aber da sind noch welche nicht aufgedeckt. Wir können ja die leise beim Heli wegräumen und versuchen, den Heli so zu klauen, ohne dass die uns restlichen, dass wir die nicht umlegen müssen, alle. Das wird nicht. Das wird nicht. Oh, du bist da unten, okay. Ah, die sind leider alle nicht in Sicht, ne? Ja, das ist auch blöd gelegen hier, ne? Ja, dann müssen wir zusehen, dass wir von hier oben. Ich guck mal zu dir. Berg? Der Seite hier. Warte mal, in dem Bunker da rechts sitzt auch noch einer drin, pass auf, ne? Links, hier oben. Fangen wir an, gehen wir runter zum Heli. Da haben wir eine Sicht auf den Heli, da können wir verhindern, dass sie da einsteigen. Noch den Weg dachte ich auch. Ganz da oben hast du eh nichts gesehen. Vorsichtig, irgendwo ist hier ein Typ, den wir nicht aufgedeckt haben. Ich lass mal die Drohne nochmal fliegen. Weil der ist, wird da unten im Bunker sein. Den sehe ich nicht, scheiße. Ah, da unten ist Bunker, da wird er drin hocken. Hoffe ich.
Da läuft einer vorm Heli lang, den kannst du, glaube ich, ausschalten, ohne dass einer sieht. Tango 10. Sieht doch ein bisschen aus, als ob der Pilotenhelm auf hätte. Schieß aber nicht in den Heli rein, bitte. Den gleich mal wegknallen, oder was? Ja, wenn du gut im Sichtfeld hast, ich würde sagen, hauen weg. Ein Drecksack weniger. So, ich habe einen da hinten weggehauen. Wie gesagt, hier rechts müsste auch noch einer im Bunker drin sitzen. Den Sniper im Turm da habe ich. Oh, hier kommt einer. Treppe hoch. Wenn ich den jetzt wegknalle, dann... Der hat mich gesehen. Aber ich habe ihn umgenietet. Nun kommt da leider noch einer die Treppe hoch. Hoffentlich sieht er die Leiche jetzt nicht. Oder? Geht er woanders lang. Ich glaube, der geht woanders hin. Bei uns gleich. Bitte? Geh mal ins Haus rein. Bist du beim Heli? Oder wo bist du? Oh nein! Haben sie uns bemerkt. Gucken, dass keiner in den Heli steigt. Den Bunker habe ich. Und Heli steigt. Da kommt irgendwo einer die Treppe hoch. Pass auf. Steige in den Heli. Starte das Ding. Er nimmt es aber weg, war. Außerdem ist hier noch ein Waffenmod. Ah, okay. Die Ruhe kaputt machen hier. Ja, gut. Den habe ich nicht gesehen. Dann löschen wir sie aus. Wir sind ja nicht mehr. Unten ist noch einer. Irgendwo. Weiß nicht, wo der lang rennt. Der ist weg. Ah, den hast du schon mit. Hier hinten kommt einer. Hab ich auch. Oh, hier hinter. Da. Unten war auch noch einer. Hab ich auch. Geschafft. Alle noch ganz. Da können wir ja die Typen gleich noch freilassen, wo. Ja, mach ruhig. Jetzt ist ja alles kaputt. Ja. Verstärkung kommt auch keine, also alles gut. Ich wollte hier unten sowieso noch Dings looten. Vorräte. Guck mal raus, Jungs. Na? Macht aber Krach, Leute. Haltet mal die Backen. So, haben wir alle freigelassen? Warte nicht, wir waren noch drei. Nee, da drüben ist noch Käfig. Ja, nee, eins fehlt noch. Da, wo du herkommst, glaube ich. Also da in der... in der Ecke. Okay. Genau, haben wir's, ne? Ja. Okay. Und den Waffenmod muss ich noch holen, den habe ich noch nicht. Ja, schon mal den Motor anlaufen. Ach, der ist hier drin. Seht mal da, Waffenkiste. Gedämpfter Schaft. Scharfschützengewehr. Achso, die Treppe muss ich hoch. So, jetzt noch nicht kaputt fliegen die Kiste und dann haben wir ganz viele Vorräte. Das ist nämlich Essensvorräte, die brauchen wir zum Schalldämpfer. Skill. Wuhu! Das hat doch mal geklappt. Sehr schön. Haben wir fein gemacht. Oh, pass auf, da rechts ist Unidad nicht. Die uns noch wegballern wollen.
Doch. Echt? Doch. Hat gezählt? Ich dachte schon. Nee, zählt nicht. Nee, zählt nicht. Ich bin schon ausgestiegen. Ja, lande mal. Was? Oh, ja, paar Korinthenkacker am Start. Ja, nicht jetzt auf das Ding fliegen da hinten, Alter. Jo! Fliege uns. Ja, bin das drin. Wo wollen wir hin? Warte. Story-Einsatz, den wir frei gemacht haben? Genau, ja, da wollten wir hin. Also zwei Story-Aufträge, also. Shit. Stimmt, den hatten wir vorher. Warte mal, erreichen Sie das Schiff? Zerstören Sie alle Öfen und Mischmaschinen. Ne, wir gehen erstmal zum Schiff, würde ich sagen, ne? Wir wissen von einem umgebauten Fisch. Ja, ne, Story, was wir uns eben frei gespielt haben. Ne, da oben sind ja auch noch zwei andere Story-Einsätze. Wir haben jetzt die Wahl. Mehrere Story-Einsätze gerade. Achso, ne, ich hab ja schon. Achso. Pass auf, du fliegst vom Berg! Du hast gerade auf die Map geguckt, oder? Ja! Ich denke, zieht er jetzt noch hoch oder? Ich wollte dir nur mal ein bisschen Angst machen. Ah ja. Das machst du schon die ganze Zeit. Geil. Da drüben ist noch ein Bonusorden. Fügt eine extra Mine hinzu. Hm, ist jetzt auch nicht so interessant. Oh, hier wird's wässrig. Oh, da unten ist der Kahn. Ich glaube, ja, da lässt sich scheiße landen, ne? Weil da ist alles voller Gegner. Lande doch mal. Lande mal auf der Landzunge da links. Von uns. Am Rand, genau. Da machen wir hier Navy Seals. Sporttaucher. Das ist ein schönes Landegebiet hier, das. Dass du auch immer so hart aufsetzen musst. Einfach rums fallen lassen. So, warte mal. Ich hoffe, da kann man irgendwo an Land gehen. Ach, schön erfrischend hier. Mit Blitzen, schön im Schwimmen gehen. Schön Metall auf dem Rücken. Scheiße, im Wasser kann man keine Drohne starten, ne? Jetzt muss man irgendwo hin, wo wir eine Drohne starten können. Am besten hier unten auf die Felsen irgendwo setzen erstmal. Ich glaube, da oben ist alles voller Gegner. Geht das hier? Natürlich nicht. Der will dir nicht hoch. Glaubst du es? Was ein Scheiß. Ah, hier. Jetzt schieb mich doch nicht wieder hier runter. Danke. Hat er uns gesehen? Ja, toll, jetzt werden wir schon wieder gejagt. Kacke. Kriegst schon wieder geil an. Ist ja nur ein Story-Einsatz. Kommen wir da hoch? Ne, kommen wir nicht. Aua! Ich bin runtergefallen. Ich geh mal darüber. Da hier drüben ging's irgendwo hoch, hab ich gesehen. Ja, wunderbar! Ein Heli auch schon. Ich bin doch nicht mal an Land. Ich hasse diese Scheiße schon wieder. Wollen wir den Heli erst lang und suche gerade. Ich glaube, der Heli hat mich nicht gesehen. Ich weiß nicht genau. Der ist über mir. Ah, hier kommt mal hoch. Ja, ich bin ja auch schon. Ich bin in der Bucht drin. Der Heli hat mich gespottet. Treff den nicht. Jetzt vergessen.
Der erschießt mich jetzt. Na, es hängt doch wieder an dir, oder? Weiß ich genau. Oh, nee, die snipern auf mich. Interessant. Wie komme ich hier nirgendwo hoch? Gerade. Weil der Heli mich nicht hochlässt. Der Schweinehund. Ach, da wo du bist. Ich komme mal da zu dir. Ah, Heli hat mich erwischt. Oh, Kacke. Ich versuche zu dir zu kommen, warte. Ich glaube, der Heli hat mich gerade. Oder der fliegt nur eine Runde, aber. Ein Heli, los runter. Scharfschütze zielt auf uns. Boah, ich muss mal kurz mich. Nein, da sind ja. Da sind ja Typen. Wo ist denn der Heli? Hast du den schon angeschossen gehabt? Ja. Hab mich auch nein, erwischt. Nein. Ah. Kacke! Das war schon wieder Noob-like. Die hatten uns schon gesehen, bevor wir überhaupt aus dem Wasser raus waren. Das war scheiße. Ah, wir hätten vielleicht ein Boot nehmen sollen oder sowas. Hier steht noch eins, oder? Hätten die uns genauso gesehen, denke ich. Nee, wir müssen andersrum hin. Also. Ja, das Blöde ist, du kannst vorher nicht gucken mit der Drohne. Irgendwie. Das ist ein bisschen kacke da auf der Insel, die ist so klein. Anschneiden, Leute. Fahr ich? Ja. Ah, okay. Ups. Warte, mal auf die Map gucken. Also da hinten ist der Sniper. Am besten da, wo du vorhin warst. Nur ohne dass uns der Heli verfolgt. Oder? Das klang ja nicht gut, ja. Ich glaube, da in dem Stand steht ein Typ drin, ne? Ist ja nicht schlimm, der Eder kann ja. Ja, aber der soll nicht gleich Alarm schlagen. Wenn wir hier mit dem Boot ankommen. Oder? Bitte passen jetzt um uns. Genau. Zweites Ziel drin. Tango getroffen. Jetzt kann ich mal in Ruhe mit der Drohne mal rumfliegen hier. Hui. Die Drohne fliegt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ach doch, hier oben ist ein Sniper. Oh, der hat sich aber schön versteckt da. Aufgedeckt. Da ist noch einer. Macht 10. Ja, die Sniper haben sie echt gut versteckt hier. Oben auf den Dingern. Boah, wie viele hier stehen, wie viele Sniper. Aber mehr kann ich erstmal nicht spotten, sondern weiter Reichweite habe ich nicht. Aber weg zum Ballon. Wo kommt der da eigentlich hin? Woher? Ein Drecksack weniger. Jo. Zwei weg. Weiß nicht, ob ich den da hinten treffe, der sitzt im Busch, oder ob der dahinter hinterm Dings sitzt. Keine Ahnung. Na, lass mal links rum probieren, würde ich. Auf jeden Fall ist der 231 Meter weg. Nee, den schieße ich erstmal nicht an, das ist zu unsicher. Der da oben sieht uns nicht bis jetzt. Den sehen wir aber auch nicht. Der ist genau hinterm Felsen, der Arsch, oder? Jo. Ja, kommen wir nicht ran. Den habe ich jetzt bestätigt. Nice. Nice, nice. Vor
Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Sag mir wo. Das schwimmende Kuckelabor. Och. Hübsch. Den sehe ich nicht gut genug. Der die Treppe hoch. Ja, oh. Der bewegt sich. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Toll. Die Wand ist so hoch, ich kann nicht mehr, ich sehe nicht mehr. Da steht auch noch einer. Jetzt wird's kompliziert. Wenn wir hier links hoch? Ja, pass auf, da vorne ist einer. Ja. Ziel eliminiert. Oh, wir sind verdächtig. Hinten ist noch einer, ja. Hier ist Munition, falls du brauchst. Jetzt sind wir aufgeflogen. Nee, verdächtig. Ah, okay. Oh, schnell. Ich bin doch gar nicht da, also. Ich weiß auch gar nicht, worauf du da schießt. Ich habe keinen im Sichtfeld. Ach, jetzt geht's auch rausgekommen. Aus dem Boot. Wir offen. Ja, erste Etage. Hä? Wo ist denn der? Verdammte Scheiße! Da, okay. Oh, ist weg. Wen hab ich da auf mich geschossen hat? Ich hänge fest. Nähern uns dem Ziel. Erledigen wir die Sache schnell. Wir gehen an Bord, zerstören das Labor und ziehen wieder ab. Boss, wir haben nicht genug Sprengladungen, um das Teil zu versenken. Ideen? Hier ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur das Gas aufdrehen. Da drüben auf dem Berg müssten noch zwei Sniper sitzen. Muss man aufpassen. Jetzt das Gas auf, wo? Der Heli. Der Heli kommt. Ja, wo müssen wir denn hin? Ich hab Gas schon aufgedreht. Erstmal vom Boot runter. Würde ich mal behaupten. Was ist der Heli? Oh, der hat mich gesehen. Erledigt. 30 Sekunden haben wir. Der Heli schießt auf mich. Ich kann ja jetzt nicht weg, sonst haut er mich. Ah, wo ist er denn? Ah, kommt er wieder? Okay, es ist in die Luft geflogen. Das Ding fliegt gleich in die Luft. So schnell seit ich fliege, treffe ich sie nicht. Ah doch, jetzt habe ich einmal. Ich habe den Piloten erwischt. Ach, stoppst du ab. Okay. So, wir sind hier fertig, denke ich, oder? Oh, ja. Aber wir sind noch am Kämpfen, also. Da drüben sind noch Sniper auf dem Turm und sowas. Warte mal. Ja, machen oder wollen wir uns einfach hier holen? Jag was in die Luft und der Tag ist dein Freund. Ja, ich will mich nicht von denen wegschnappern lassen. Wir machen ihm Feuer unterm Arsch, bis er springt. Ja, das sind die zwei, die noch übrig sind. Ich will schon mal ein Heli ran. Nö, ich treffe die eh nicht, die hocken hinterm Berg. Ich hol mal Munition. So. Ah, warte, ich komm zu dir. Brauchst du nicht abheben vorher. So. Jo, dann mach ich mal einen kleinen Cut.